Dankeschön. So, ein herzliches guten Morgen einmal von meiner Seite aus. Ich möchte starten mit einer kleinen Umfrage, um meinen Chef ein bisschen zu Genüge zu tun. Wer von Ihnen kommt denn aus Österreich? Eins, zwei, drei, vier. Nein, hat sich ja schon gelohnt, herzukommen. Südtirol zählt natürlich auch zu Österreich, ja, natürlich. Ich komme aus Nordtirol ursprünglich, aber möchte jetzt keine politische Grundsatzdiskussion bitte anleiern. Das Thema meines Vortrages heute ist, wie schon gesagt, ein Performance-Vergleich zwischen verschiedenen Nagios-Systemen. Kurz zur Agenda, es gibt eine kleine Kurzvorstellung von Bacher Systems, die kann ich euch leider nicht ersparen. Dann gibt es eine Einleitung zu diesem Thema mit der Kernfrage. Wir haben uns damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Last auf dem Nagios-System simulieren und messen. Wir haben dann daraus abgeleitet Kurzzeittests, wo wir das Nagios-System, den Nagios-Scheduler, ein wenig genauer kennengelernt haben. Und im dritten Teil haben wir dann einen Vergleichstest, einen Langzeittest durchgeführt, wo wir verschiedene Systeme ein bisschen sozusagen genau analysiert haben. Im Detail ist das Nagios mit Mod Kirmen, Isinger, Merlin und Schinken sozusagen inzwischen nicht mehr ganz außer Konkurrenz. Ja, und abschließend möchte ich dann mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick, was vielleicht im Nagios Core sich so alles tun wird in Richtung Performance-Verbesserungen. Kurz zu meiner Wenigkeit. Christoph Sies, mein Name, habt ihr schon gehört. Bin Consultant im Competence Center zum Thema Monitoring bei Bacher Systems in Wien. Dort sind meine Themen hauptsächlich Monitoring, NONA und IT-Service-Management. Bin seit ungefähr 10 Jahren im Open-Source-Bereich tätig. Mein Einstieg war in der Debian-Community, habe eine Zeit lang Debian-Pakete betreut, bin dann irgendwann einmal auf Nagios gestoßen und seit 2 Jahren machen wir das bei Bacher Systems mit OP5, sind dort Professional Partner für Österreich. Wie bin ich auf das Thema gestoßen? Ich habe neben meiner Tätigkeit bei Bacher Systems eine Diplomarbeit zum Thema Nagios im Vergleich zu Schinken geschrieben und dort sind wir eben so auf das Thema gestoßen, welche Performance-Vorteile kann es eigentlich geben, und dann haben wir das so gut wie möglich wissenschaftlich aufbereitet, und ein kleiner Auszug von meiner Diplomarbeit ist jetzt diese Präsentation. Kurz noch, wie sieht Bacher Systems das Thema Monitoring generell? Wenn man sich das Datencenter, so wie es jetzt momentan ist, ein wenig genauer betrachtet, dann hat man da eigentlich 4 Kernbereiche. Der eine Bereich ist einmal Information und Access Security, damit meinen wir hauptsächlich Firewalling. Application Delivery, das ist das Thema Load Balancer, alles was Richtung User rausgeht. Unified Storage, irgendwo muss ich meine Daten speichern können. Und natürlich die Computing Power in virtuellen Umgebungen oder in physikalischen Umgebungen. Diese 4 Komponenten an sich sind zwar schön und gut und sind sozusagen die Basis, um IT-Services bereitstellen zu können. Das Ganze bringt mir allerdings nicht, wenn ich kein Monitoring habe, dass man einen Blick auf die Gesamtheit dieses Systems bietet. Und das ist ein unser Ansatz bei Bacher Systems zum Thema Monitoring. Das heißt, wir betrachten schon Komponenten, wir betrachten aber vor allem auch den Zusammenspiel zwischen den ganzen Komponenten, sodass wir dann eigentlich nicht mehr von reinem Thema Monitoring reden, sondern vom Thema IT, Betrieb und Operations Control. Wie sehen wir das jetzt sozusagen als Kundenperspektive? Ganz klar, auf der untersten Ebene gibt es diverseste Komponenten in meinem Netzwerk, in meinem Rechenzentrum. Was sehr viele von unseren Kunden schon tun, ohne unsere Hilfe, ist einfach Daten zu sammeln. Das heißt, die Aussage, funktioniert meine IT-Komponente, funktioniert sie nicht. Was schon auch viele machen, ist die Verfügbarkeit zu messen im Rahmen von SLAs oder auch Performance-Daten zu sammeln. Das heißt, nicht nur ist mein Dateisystem voll oder ist es nicht voll, sondern auch die Frage, wie voll ist es vielleicht? Wenn man das Ganze eine Ebene höher betrachtet im Rahmen von IT-Services, da wird es dann schon oft ein wenig dünner. Das heißt, die Frage, was stelle ich eigentlich für Services meinen Endkunden im Rechenzentrum zur Verfügung? Da geht es vielleicht um Backup, da geht es vielleicht um Mail, da geht es vielleicht um irgendwelche, weiß ich nicht, ERP-Systeme, die auf unterschiedlichsten Hardware-Komponenten laufen. Und wir versuchen eigentlich immer, das sozusagen auf dieser IT-Service-Ebene zu betrachten. Das heißt, mein Mail-System funktioniert dann, wenn meine 2 redundanten Server funktionieren, wenn mein Netzwerk funktioniert und wenn meine Datenbank entsprechend wenig Load hat. Das Ganze wird dann entsprechend korreliert und die denkt dann dazu, eine Sicht eben aus IT-Services auf das System zu ermöglichen. Last but not least versuchen wir dann jetzt in Zukunft
immer häufiger, das Ganze mit Geschäftsprozessdaten zu kombinieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der macht digitalen Content. Da geht es darum, umso weniger Load auf meinen Systemen ist, desto mehr kann ich meine Daten konvertieren, desto mehr kann ich damit Geld verdienen. Und das ist eine recht spannende Betrachtungsweise, eigentlich einmal die Leistungsfähigkeit von meinem IT-Service mit meinem Geschäft zu kombinieren und dann wirklich zu sehen, wenn mein IT-Service nicht funktioniert, verliere ich die Kohle. So viel einmal kurz zur Monitoring-Welt von Bacher Systems. Jetzt möchte ich wieder in das eigentliche Thema, warum ich hier bin, einsteigen. Wie gesagt, der Performance-Vergleich. Was war denn die Kernfrage? Die Kernfrage meiner Arbeit war so, der Nagio-Scheduler ist überall bekannt, jeder verwendet den eigentlich, aber so wirklich im Detail, wie das Ding funktioniert, wie das Ding sich unter Last verhält, war eigentlich nicht so ganz klar. Es ist immer so ein bisschen, es gibt viele Halbwahrheiten, es gibt viele Meinungen zu dem Thema, wie sich der Scheduler unter Last verhält und was man zur Performanceverbesserung tun kann. Wir haben versucht, das einmal, ich sage mal, aus einer halbwissenschaftlichen Perspektive zu betrachten und einfach zu sagen, okay, wir messen jetzt einfach, wir überlegen uns ein Setup, wie wir Parameter simulieren können und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Von der Vorgehensweise eben, es hat zwei verschiedene Kategorien von Tests gegeben. Einmal den Last-Test direkt am Nagios Core, wo wir einfach sehr, sehr viele Service-Checks simuliert haben. Und zum anderen dann einfach ein Vergleich vom eigentlichen Nagios Core mit anderen Technologien. Aber dazu später mehr. So, die erste Frage, die wir uns mal im Vorhinein gestellt haben: Wie kann man so ein Nagios-System überhaupt simulieren? Was bedeutet das eigentlich? Was kommt eigentlich alles in diesen Nagios-Scheduler an Daten rein? Was für Einflussfaktoren haben diese Daten? Was gibt es da für Parameter, um das System sozusagen mal von außen zu beeinflussen? Und auf der anderen Seite natürlich, was habe ich für Möglichkeit, dieses System zu betrachten? Was kann ich da für Daten aus dem System herausziehen? Wie kann ich messen und was kann ich dann für Aussagen darüber treffen? Und ja, wie schon erwähnt, was gibt es für alternative Ansätze abseits vom Plain Vanilla Nagios? Ich habe versucht, das einmal als Bild darzulegen. Zu visualisieren. Das Bild wird im Laufe des Vortrags noch wachsen. Es geht grundsätzlich eben um diesen Nagios-Scheduler. Es geht darum, dass irgendwelche Daten reinkommen. Das sind vermutlich die Checks. Und es geht darum, dass irgendwelche Daten rauskommen. Daten rauskommen heißt jetzt in dem Fall nicht die Notifizierungen, sondern es geht einfach darum, wie kann ich dieses Nagios-System messen. Genau, wichtig ist also der Ansatz, wir betrachten den Nagios-Scheduler als Greybox. Das heißt, wir könnten zwar theoretisch aufgrund von der Offenheit des Source-Codes in das System reinschauen, wir tun das aber bewusst nicht. Es geht nicht darum zu analysieren, welcher Funktionsaufruf wie oft getätigt worden ist und warum der getätigt worden ist. Uns geht es eher darum, aus End-User-Sicht einfach zu schauen, wie verhält sich das System aufgrund von unterschiedlichen Parametern. Welche Parameter haben wir sozusagen für relevant empfunden? Das ist zum einen einmal der Klassiker, die CPU bzw. die Load. Sie werden dann in weiterer Folge sehen, es gibt Tests, wo wir die CPU prozentuell betrachtet haben und es gibt Tests, wo wir die CPU anhand von der Load, das heißt von der Länge der Run-Queue betrachtet haben. Hintergrund dieser Sache ist, dass wir gesagt haben, solange die CPU nicht hundertprozentig ausgelastet ist, möchten wir gerne wissen, in welchem Detailbereich sie ausgelastet ist. Das heißt, wie viel CPU-Zeit geht auf den Kernel drauf, wie viel Zeit geht auf User-Space-Prozesse drauf. Und in dem Moment, wo wir sehen, die CPU ist einfach 100% auf Anschlag, interessiert uns eigentlich nur mehr die Länge dieser Run-Queue. Das heißt, wie viel zu viel ist die CPU ausgelastet, das könnten wir eigentlich so sagen. Der zweite Parameter, der unseres Erachtens sehr wichtig war, ist die Nagios Latency. Das heißt, es geht einfach darum, wer es nicht kennt, der Scheduler plant ja immer einen bestimmten Ausführzeitpunkt für die Checks. Und die Differenz zwischen dem geplanten Ausführzeitpunkt und dem tatsächlichen Ausführzeitpunkt ist eben diese Nagios Latency, die eigentlich so der Parameter ist, um von außen in das System reinzuschauen, um wie es diesem Scheduler eigentlich so geht. Und der dritte Parameter, der uns wichtig erscheinen hat, ist die Memory-Auslastung. Einfach mal über die Laufzeit. Wie haben wir gemessen? Die Nagios Latency, da bietet sich irgendwo das Tool Nagios Stats an. Das liest eigentlich nur einfach dieses Status-Log, wo die ganzen Checks, die momentan ausgeführt worden sind, von Nagios protokolliert werden. Nagios Stats liest diese Latency-Werte dann da heraus aus und bietet einen Durchschnittswert. Da haben wir es uns sehr einfach gemacht, da haben wir einfach gesagt, es wird minütlich über einen Cronjob abgefragt und in eine Datei geschrieben. Für CPU und Memory gibt es natürlich eine Reihe von Out-of-the-Box-Lösungen für Linux-Systeme
Wir haben uns für SAR entschieden, in einem Intervall von 5 Sekunden einfach protokolliert und dann mit dem Pendant dazu mit SAR-DF das Ganze in einen CSV-Datei geschrieben. Um die Daten dann ein bisschen hübscher aufbereiten zu können, haben wir mit Perl ein wenig die Daten konvertiert und dann durch GNUplot gejagt sozusagen. So, zurück zu meinem Bild, das, wo ich versprochen habe, das wird sich im Laufe des Vortrages etwas breiter werden. Es ist einmal klar, was sozusagen aus diesem Nagios-System herauskommt, im Sinne von was wir uns betrachten, was wir messen. Was noch nicht ganz klar ist, was eigentlich reinkommt. Da kann man jetzt sehr lang drüber diskutieren, welche Daten da eigentlich relevant sind, was für Parameter, an welchen Parametern man dreht, um dieses Nagios-System zu beeinflussen. Wir haben uns für drei entschieden. Das eine ist einmal das Offensichtlichste, das ist die Anzahl der Nagios-Checks. Das heißt, je mehr Checks das Nagios-System ausführt, desto höher wird es wahrscheinlich ausgelastet sein. Der zweite Faktor war die Durchlaufzeit. Das heißt, wie lange braucht denn so ein Nagios-Check-Plugin, um vom Startzeitpunkt bis zum Endzeitpunkt durchzulaufen? Und der dritte Wert, der uns sehr relevant empfunden hat, ist der Rückgabewert. Das heißt, macht es einen Unterschied, wenn die Checks alle okay zurückliefern oder wenn eine Vielzahl der Checks unterschiedliche Statuswerte zurückliefert, wie es eigentlich auch in der Realität der Fall ist. Daraus lassen sich dann, bitte? Nein, wir haben wirklich nur rein die Nagios-Checks genommen, ohne jetzt irgendwie weitergehende Konfigurationsänderungen zu machen. Weil wir gesagt haben, es geht wirklich nur um den Nagios-Core an sich einmal. Natürlich, wie Sie, ist vollkommen richtig, man könnte natürlich das Ganze dann noch weiter drehen und Komplexitäten reinkriegen, aber wir wollten bewusst diese Komplexitäten einmal herausnehmen, um ja, das System ohne möglichst viele Änderungen betrachten zu können. Es ist auch wichtig zu wissen, dass wir keine Tuning-Maßnahmen vorgenommen haben. Das sind wirklich jeweils die Default-Installationen, die wir so betrachten. Ja, wie gesagt, also was eigentlich dann an so einer Simulation für Anforderungen daraus abgeleitet werden können, klar, alle genannten Faktoren müssen veränderbar sein. Und was auch wichtig ist, die Simulation selber soll natürlich wenig CPU-Load am zu simulierenden System generieren. Wir möchten ja nicht unsere Messung verfälschen oder eigentlich nur relativ wenig verfälschen, so wie es halt notwendig ist. Wir sind dann sehr schnell auf ein Perl-Skript gestoßen, das wir entwickelt haben. Das macht eigentlich nichts anderes, als dass es genau diese Faktoren berücksichtigt. Das heißt, man kann definieren, in was für einem Intervall das zwischen den drei Nagios-Dati, OK, Warning und Critical wechselt. Was auch sehr wichtig ist, wenn dieses Check-Plugin zum ersten Mal aufgerufen wird, initialisiert sich es mit einem Offset. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das Plugin wird ungefähr 10.000 Mal aufgerufen in 10.000 Instanzen. Und bei jeder Instanz wird ein Zufallswert generiert, der dieses Offset von diesem Schwanken dieser Return-Codes definiert. Das heißt, diese Return-Codes werden nicht alle zum selben Zeitpunkt von OK auf Warning schwingen, sondern werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Sinn dieser Sache ist, dass es einfach eine Auslastung über die gesamte Laufzeit dadurch möglich wird. Und was wir auch eingebaut haben, ist einfach ein ganz billiges, aber sehr funktionierendes, sehr funktionelles Sleep über random 10 Sekunden, um einfach ein bisschen zu simulieren, dass nicht alle Checks gleich lange dauern. Wenn man sich dann angeschaut, wie viel CPU-Zeit eigentlich für dieses Perl-Plugin drauf geht, es sind einige wenige Millisekunden. Die 3 Sekunden, die wir da sehen, sind einfach dadurch zurückzuführen, dass dieses Sleep in diesem Fall 3 Sekunden betrachtet hat. Was auch wichtig ist, dieses Plugin liefert keine Performance-Daten. Da hinten zeigt jemand auf. Also die Frage, ich wiederhole die Frage mal kurz, damit wir es auch auf dem Video mit drauf haben. Also, oder möchtest du? Ich würde auch sehr gerne die Frage wiederholen. Tut mir leid, dass ich das zuerst nicht gemacht habe. Die Frage war immer, ob dieses Perl-Plugin mit Embedded Perl in Nagios funktioniert oder mit dem normalen Nagios Perl-Interpreter. Die Antwort ist, es funktioniert mit dem normalen Perl-Interpreter. Hintergrund dieser Sache war, dass wir auch Schinken betrachtet haben. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser Embedded Perl-Interpreter auch für Schinken verfügbar ist. Ich weiß nicht. Genau, also wie gesagt, möchte ich auch noch betonen, es geht nicht um Performance-Datenverarbeitung, das heißt, das System haben wir auch ausgeklammert, weil es wirklich nur uns um den Nagios-Core an sich geht. So, jetzt ist das Bild schon relativ komplett. Der Nagios-Core, der Input ist relativ klar und der Output eigentlich auch entsprechend.
Dann haben wir uns die Frage gestellt, was gibt es denn auf diesem Markt noch so an spannenden Nagios-basierenden Lösungen, die wir gerne vergleichen würden? Natürlich in Singer, keine Frage. Wer es nicht kennt, ein Nagios-Fork mit vielen neuen tollen Features aus Nürnberg. Mod Girman, ein sehr spannender Ansatz, wo es darum geht, dass die Ausführung der Checks eigentlich an ein Event-Broker-Modul ausgelagert wird, das dann mit weiterer Komplexität hinten diese Ausführpunkte weiter verlagern kann ins Netzwerk. Merlin, das Backend von OP5, das im Prinzip einen sehr ähnlichen Ansatz wie Mod Girman fährt, von der Funktionalität her. Allerdings dann, das werden wir in weiterer Folge noch sehen, zum Thema Redundanzen einige spannende Antworten bietet. Und ja, last but not least natürlich Schinken darf heutzutage nicht mehr fehlen, als Rewrite von Nagios komplett in Python. War auch sehr, sehr spannend, was da herausgekommen ist. Ja, nochmal zusammengefasst, also dieser Greybox-Test, CPU-Memory-Latenz wird gemessen, die Durchlaufzeit der Checks, die Anzahl der Checks und die Status-Codes werden als Parameter verändert und wir vergleichen Nagios, Mod Girman, Insinger, Merlin und Schinken. So, wie haben wir das gemacht? Ich habe es ja schon kurz erwähnt, es gibt eben Kurzzeittests, die wirklich nur diesen Nagios-Scheduler mal betrachten und dann gibt es einen Vergleichstest, wo wir ein bisschen breiter in die Technologien einsteigen. Wir haben an der Zahl 3 Kurzzeittests uns ausgedacht. Der eine Test soll einmal zeigen, wie wirkt sich die CPU-Performance auf dieses System aus. Der zweite Test betrifft dann die Durchlaufzeit der Checks, das heißt, was passiert, wenn diese Checks eben einen längeren Durchlaufzeitraum haben. Und der dritte Test sagt uns etwas über den Rückgabewert der Checks. In dem Fall alles auf virtueller Hardware, 1,5 GHz, 512 MB RAM. Allerdings keine Angst, es sind statische Reservierungen im ESX-Core vorgenommen worden. Das heißt, diese Performance-Daten oder diese CPU-Werte sind 100% der Zeit zur Verfügung gestanden. So, erste Fragestellung. Wie wirkt sich das Thema CPU-Performance auf die Systemumgebung aus? Was haben wir gemacht? Wir haben die Anzahl der Checks, die in dieses Nagios-System zur Ausführung gelangt sind, sukzessive gesteigert. Die Checks sind jeweils einmal pro Minute ausgeführt worden und in dieser ersten Phase haben wir gesagt, okay, sämtliche Checks liefern okay zurück. Die Return-Werts, die Return-Werts sind eben okay. Und es wird auch kein Sleep eingeführt, das heißt, das Plugin muss wirklich nur so lange laufen, wie unbedingt notwendig. Die erste Grafik von Gnuplot. Zur Erklärung, auf der X-Achse sieht man den Zeitverlauf und auf der Y-Achse die Nagios-Latenz in Sekunden. Und wie Sie hier sehen, haben wir 3 Tests da in diesem einen Test verpackt. Auf der linken Seite einmal 1000 Checks pro Minute, die ausgeführt werden, in der Mitte dann 1400 Checks und weiter rechts dann 2200 Checks. Und was eigentlich sehr interessant war, ist die Aussage, dass die Anzahl der Nagios-Checks gar nicht so relevant ist für die Latency, solange die CPU mitspielt. Das heißt, die Steigerung von 1000 auf 1400 Sekunden führt zwar zu einer gewissen Nagios-Latency-Steigerung, aber die ist jetzt nicht so stark, wie wir uns das eigentlich erwartet hätten. Hingegen, ab einer bestimmten Grenze steigt die Latency sehr sprunghaft an. Die Antwort auf diese Frage sieht man dann aus dem CPU-Graphen. Da sieht man sehr schön, dass also aus CPU-Sicht sehr wohl die Anzahl der Checks ganz klar eine Auswirkung hat. Bei 1000 Checks sind wir da irgendwo bei 30% CPU-Last, bei 1400 Checks sind es schon 50% und bei der 2200 Checks sind wir bei 80% im System. Wenn man dann noch diesen ganzen Overhead durch den Kernel wegrechnet, sind wir eigentlich bei 0% Idle-Kapazität. Das heißt, die CPU ist vollkommen ausgelastet und das erklärt auch das Bild, warum die Latency dann so stark steigt. Aus Memory-Sicht auch eigentlich interessant. Der Memory steigt zwar über die Laufzeit an, aber jetzt nicht so sprunghaft, wie wir das aus der CPU gekannt haben. Die Anzahl der Checks ist in dem Fall offensichtlich relativ irrelevant, könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass unsere Check-Plugins einfach relativ wenig Memory brauchen. Erkenntnis, ja, ganz klar, je mehr Checks ausgeführt werden, desto höher ist die CPU-Last. Nona. Aber was schon spannend ist, ist, sobald die CPU auf diesem CPU-Limit steht, geht die Latency sehr sprunghaft rauf. Wir haben es dann noch verprobt und gesagt, okay, jetzt bleiben wir bei 2200 Checks pro Minute und stecken einfach noch eine virtuelle CPU in dieses System rein. Die Aussage dann war ganz klar, sobald diese zweite CPU drinnen ist,
geht die Latency sofort wieder runter auf den gewünschten Wert. Das heißt, links der Wert, also da das Bild nochmal mit einer CPU, rechts mit zwei, die Latency sinkt wieder rapide. Sieht man auch so sehr schön wieder. Wir haben wieder genug Kapazität, genug Idle-Kapazität und damit haben wir eigentlich kein Problem mit der Latency aus der Perspektive betrachtet. Die zweite Test ist schon ein bisschen spannender. Da geht es darum, wie wirkt sich eigentlich die Ausführdauer der Plugins auf den Nagelscore aus. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, wie viel CPU-Load produziert so ein Plugin, sondern einfach, wie lange dann dauert es. Es gibt ja in der Praxis relativ viele Plugins, die sich auf einen Host verbinden, am Host irgendwelche Daten, irgendwelche Berechnungen ausführen und den Wert dann zurückliefern. Und wenn ihr dann in diesem Netzwerk hohe Latenzen habt, kann es passieren, dass die Durchlaufzeit solcher Plugins relativ hoch ist, obwohl das Plugin eigentlich auf meinem zu simulierenden oder auf meinem Nagelscore selber gar nicht so viel CPU-Zeit frisst. Wir haben das simuliert einfach durch einen Sleep, das im Random 10 Sekunden, das heißt im Durchschnitt 5 Sekunden lang den Check verlangsamt. Das Ergebnis sehen wir hier. Auf der linken Seite des Bildes, so wie wir es kennen, aus dem vorhergehenden Test, diese zwei CPUs, 2200 Checks pro Minute und einfach Exit, sobald wir fertig sind. Da waren wir bei ungefähr einer Sekunde Latency. Und sobald eben dieses künstliche Delay drinnen ist, sind wir schon auf 5 Sekunden. Wie gesagt, die CPU-Arbeit ist absolut dieselbe. Einfach nur die Laufzeit der Checks hat sich verändert und der Nagios Scheduler reagiert damit so, dass einfach die Latency doch deutlich steigt. Aus CPU-Sicht, wie gesagt, absolut kein Problem. Wir haben die gleiche CPU-Auslastung, da hat sich nichts getan. Aber die Latency ändert sich sehr wohl. Genau, steht auch nochmal so, schwarz auf weiß. Die dritte Fragestellung, und damit haben wir dann eigentlich schon das Bild um den Nagelscore komplettiert, war, welcher Rückgabewert oder wie ist der Rückgabewert relevant auf den Nagelscore. Bis jetzt waren die Tests immer so, dass 100% der Checks okay zurückgeliefert haben. Jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, 10% der Checks liefern eben unterschiedliche Rückgabewerte über Running und Critical. Man sieht ein sehr spannendes Bild. Die Kurve wird nämlich bunter und hübscher. Das heißt, auf der linken Seite wieder 100% okay, das haben wir zuerst gesehen, da sind wir ungefähr bei 5 Sekunden. Und jetzt auf der rechten Seite, ich würde mal sagen, das Ding fängt an zu schwingen. Wie gesagt, Greybox-Test, wir wissen nicht, warum das Ding zu schwingen anfängt, aber von außen betrachtet sehen wir mal, okay, es ist so, es schwingt mal. Das heißt, das ist sehr interessant. Die Anzahl der Checks ist die eine Sache, wichtig ist aber auch, was für Rückgabewerte diese Checks zurückliefern, weil einfach der Core natürlich wesentlich mehr Rechenpower investieren muss. Wenn er überprüfen muss, muss ich jetzt notifizieren, gibt es irgendwelche anderen Logiken dahinter? Bitte. Ja. Ja. Die Frage war, ob diese Checks Service-Checks oder Host-Checks waren. Es waren zum Großteil Service-Checks, sage ich mal. Also wir sind, glaube ich, auf 100 Hosts gegangen und auf jedem Host haben wir 10 Service-Checks laufen gehabt. Das heißt, wir haben, stimmt das jetzt? 100 mal 10? Das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Um ganz ehrlich zu sein, ist ein guter Einwand. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das mit den Host-Checks war. Vermute. Ja. Ja. Das könnte eine Antwort auf die Frage sein. Müsste man sich auf jeden Fall nochmal genau anschauen. Bitte. Ja. Die Frage war, ob dieser Test auf nur aktiv durch den Nagelscore getriggerten Checks passiert oder auch durch passive Checks. Die werden alle aktiv getriggert, ja. Genau, also das heißt, die Aussage ist einmal, das Ausführen der Checks ist die eine Sache, der Return-Code beeinflusst aber das System an sich schon relativ stark. So, die Zusammenfassung dieser Erkenntnisse. Weil die CPU hundertprozentig ausgelastet ist, haben wir einen sprunghaften Anstieg der Latency. Die Dauer der Checks beeinflusst das System und dadurch auch der Rückgabewert an sich. So, das war jetzt einmal sozusagen zum Warmwerden, um ein bisschen
einen Einstieg in die Materie in den Nagios Core zu gewährleisten. Bitte. Die Frage war, ob wir das Langzeitverhalten getestet haben, wenn es kurzzeitig Probleme in der IT-Umgebung sozusagen gibt. Nein, wir haben wirklich nur diese Konfiguration so die ganze Zeit durchlaufen lassen. So, jetzt kommen wir zum Test, wo es darum geht. Der eigentlich spannende Teil, wie verhalten sich diese verschiedenen Technologien untereinander. Im ersten Test sind wir hergegangen und haben über einen relativ kurzen Zeitraum einmal das normale Nagios mit Nagios und dem Mod-Girman-Aufsatz und Schinken verglichen. Das Ganze passiert, na, dieser obere Test passiert noch auf der virtuellen Hardware und die unteren beiden Langzeittests passieren dann auf P4-Systemen mit 3 GHz, 2 Cores und 1,5 GB RAM. Genau, vielleicht noch kurz zu den anderen zwei Tests, erkläre ich auch gleich in diesem Atemzug. Im Langzeittest haben wir einen Vergleich gemacht zwischen Insignia, Merlin und Nagios an sich. Und im dritten Test haben wir dann Merlin mit einem und zwei Nodes verglichen, um einfach mal die Aussage zu kriegen, wie kann ich denn das System längerfristig skalieren, indem ich einfach mehrere Nodes dazu tut, bringt das überhaupt wirklich so viel Performance, wie wir alle glauben. Oder wie wir zumindest glauben. So, erster Test, erster Vergleichstest. Gibt es einen Performanceunterschied zwischen Nagios und Mod-Girman? Und wie schaut das eigentlich mit Schinken aus? Dieser Test wieder mit diesen 2200 Checks. 10% der Checks variieren zwischen Warning und Critical, 90% bleiben bei OK. Im ersten Durchlauf der Vergleich Nagios versus Nagios mit Mod-Girman und im zweiten Vergleich dann Nagios mit Mod-Girman versus Schinken. Meine Lieblingskurve. Wie gesagt, links, also Nagios ohne Mod-Girman, dieses Schwingverhalten, das wir schon kennen, und rechts komplett dasselbe mit Mod-Girman. Wir sehen, hier sind wir bei ungefähr, sagen wir mal, 7 Sekunden im Durchschnitt für die Latency. Und da sind wir irgendwo ganz, ganz weit unten. Dieser Anstieg ist dadurch zu erklären, oder dieser Abfall ist dadurch zu erklären, dass Mod-Girman ja so funktioniert, dass er eigentlich erst über die Laufzeit hinweg Worker-Prozesse oder Worker-Threads eigentlich erzeugt und erst sich sozusagen mal auf die Systemlast einpendeln muss. Wenn wir da ein bisschen reinzoomen, sehen wir, dass wir irgendwo bei 0,5 Sekunden Latency sind. Das heißt, wir sinken von 7 Sekunden Latency nur durch den Einsatz von Mod-Girman auf 0,5 Sekunden. Und das war eigentlich so für uns die größte Überraschung. Aus der CPU-Sicht betrachtet ein ähnliches Bild. Bitte, Frage, wo, wer, was? Das Mod-Girman-Setup. Also die Frage war, wie das Mod-Girman-Setup ausgeschaut hat. Die Antwort ist, wir haben ein bisschen mit der Anzahl der Worker-Threads getuned, gespielt, das heißt, wir sind da raufgegangen, aber es ist kein verteiltes Setup, das heißt, es ist alles noch auf diesem einzelnen Host. Ja, wie gesagt, was man also sieht, ist sehr schön. Von dieser 80% System-Load gehen wir rund auf 20%. Und was dann klar recht interessant ist, dass auf einmal diese User Space Load ein wenig ansteigt. Das heißt, die ist links unten fast gar nicht zu messen und rechts haben wir auf einmal so ein bisschen User Space Load. Warum das so ist, dazu später mehr. Das wird den Kollegen in der hinteren Reihe aus Frankreich freuen. Das gleiche Setup links mit Mod-Girman und rechts mit Schinken. Das Ergebnis ist eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, wir sind zwar nicht ganz so gut mit Schinken, wie wir mit Mod-Girman sind, aber wir sind absolut in einem vergleichbaren Rahmen. Das heißt, wir sind da auch so zwischen 0,8 und 0,9 Sekunden Latency, wo wir mit dem gleichen System auf Nagios-Basis bei 7 Sekunden wären und bei Mod-Girman eben so unter einer halben Sekunde. Das heißt, aus dieser Betrachtungsweise kann man sagen, Schinken ist voll super. Wenn man das Ganze aus der CPU-Sicht sieht, dann sieht man, Schinken ist auch super, aber nicht ganz so super. Das heißt, wir haben doch eine gewisse Grundlast von ungefähr 10% aus dem User Space und ungefähr 30% auf System. Immer noch kein Vergleich zum klassischen Lagersystem, aber doch ein wenig schlechter im Vergleich zum Mod-Girman.
Wie gesagt, meine Vermutung liegt einfach daran, dass Python einen gewissen Overhead produziert, der natürlich nicht wegzudiskutieren ist. Und das könnte ein Grund sein, warum diese Grafik so ausschaut, wie sie ausschaut. Genau, die Erkenntnisse nochmal zusammengefasst. Also durch den Einsatz von Montgomery, beziehungsweise eigentlich in dem Fall auch Synonym von Schinken, sinkt die Latency dramatisch von 7 Sekunden auf unter eine Sekunde. Die Last auf der CPU sinkt damit auch entsprechend. Die User Space Last geht etwas rauf, aber ich glaube, das ist in dem Fall tolerierbar. Genau, und Schinken ist aus Performance-Sicht absolut zu vergleichen mit Modgammon. So, der zweite Test, wenn es darum geht, verschiedene Technologien zu vergleichen, war ein Vergleich der, ich habe es mal Big Player genannt, man kann darüber diskutieren, ob das wirklich die Big Player sind. Zum Test angetreten sind Insignia, Nagios und Merlin. Was wir bewusst gemacht haben, ist, wir haben die Anzahl der Checks sehr hoch gedreht. Wir sind auf 60.000 Checks pro Minute gegangen, um das System wirklich komplett bis an die Grenze auszulasten und einfach mal zu schauen, wie sich das da tut. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eigentlich 6.000 Checks pro Minute konfiguriert und wir haben die Interval Length dann einfach auf 6 Sekunden, das heißt, wir haben sie zehnmal so schnell durchrennen lassen, um diesen Effekt im Scheduler nochmal zu maximieren, sage ich mal. Das heißt, der Scheduler hat wirklich richtig zu tun gehabt, diese ganzen Checks abzuarbeiten. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben gesagt, nicht nur 10% wechseln den Statuscode, sondern komplett alle Checks wechseln bitte regelmäßig den Statuscode. Weil wir so lustig sind, haben wir Sleep auch drinnen gelassen. Jetzt schauen wir, was rauskommt. Auf der linken Seite das Setup mit Insignia, auf der rechten Seite mit Nagios. Man sieht, dieser Test ist über 1, 2, 3, 4 Tage gelaufen. Man sieht, die Latency steigt bei beiden Systemen so sukzessive an. Irgendwann einmal sinkt sie dann wieder. Fragt mich bitte nicht, warum die dann so plötzlich wieder sinkt. Ich habe keine Ahnung. Was aber schon zu erkennen ist, dass eigentlich, wenn man das Ganze aus der Vergleichsperspektive betrachtet, keinen Unterschied sieht. Das heißt, ob ich jetzt Nagios nehme, ob ich jetzt Insignia nehme oder Nagios, ist einmal aus der Performance-Perspektive, solange ich das System noch nicht getuned habe, absolut irrelevant. Die Dinger sind gleich gut oder gleich schlecht. Sehr enttäuschte Gesichter in der ersten Reihe. Keine Angst, ich habe sogar noch kritische Fragen, die genau darauf gehen. Okay, sehr schön. Das ist mir völlig bewusst, keine okay. Angst. Ich habe es schlimmer erwartet. Das Ganze auch aus der System Load betrachtet, also es ist wirklich fast die identische Aussage, also die Grafiken schauen sehr ähnlich aus, absolut vergleichbar. Die sind kopiert? Ah, darüber müssen wir noch einmal reden. Bei beiden steht Nagios. Oben drüber. Ja, der Wert ist jeweils die Nagios-Latency. Der Inhalt ist, wenn man es zum Beispiel auf der Zeitachse betrachtet, schon unterschiedlich. Wir sind da auf ungefähr 21.18 Uhr und da sind wir um 22.00 Uhr. Glaubt mir das bitte so, ihr könnt gerne die CSV-Dateien haben mit den Werten. Aber es stimmt natürlich, ja, das ist ja eigentlich nicht die Nagios-Latency, sondern die Merlin-Latency, das stimmt natürlich. Wobei Merlin ja ein Event-Broker-Modul für Nagios ist, also da können wir jetzt drüber diskutieren. Genau, der gleiche Vergleichstest, links Merlin, rechts Nagios. Wieder eigentlich die gleiche Aussage. Nachdem unter der Haube sozusagen auf beiden Systemen Nagios läuft, tut sich eigentlich da kein Unterschied auf. Genau, wieder eine ähnliche Kurve. In dem Fall ist der Zacken, wenn man ganz genau hinschaut, ist der Zacken ein wenig anders. Das heißt, Paint hat mir in diesem Fall geholfen. Also, wie gesagt, Photoshop macht es möglich. Genau, die relativ langweilige Aussage, alle drei Systeme verhalten sich sehr ähnlich. Also nur aufgrund der Tatsache, dass wir Merlin oder Insignia oder Nagios einsetzen, deswegen haben wir noch keinen Performance-Sprung.
Jetzt haben wir noch gesagt, ich sehe gerade, das stimmt gar nicht. Jetzt haben wir noch gesagt, wir vergleichen ein Merlin-System mit einer Single-Instanz gegenüber einem System, das über Netzwerk die Last verteilt. Die Idee hinter dieser Fragestellung war einfach, was bringt denn das wirklich, wenn ich mehr Systeme in mein Netzwerk tue? Kann ich da wirklich so skalieren, wie das in der Theorie ausschaut? Bitte das ignorieren, es geht um die gleichen 60.000 Checks-Anzahl wie zu Freundentests. Aus der Perspektive der Latency sieht man schon, es tut sich schon ein wenig was. Das heißt, es ist jetzt ein Zoom aus diesem Datenbereich, damit wir ungefähr dieselbe Länge der Daten haben und auch auf der Y-Achse dieselbe Skalierung. Und man sieht schon, links mit einem Single Node steigt die Latency steiler an als rechts mit zwei Nodes. Das heißt, dieser Verlauf dieser Latency-Kurve ist doch deutlich abgeflacht. Also ein zweites System bringt mir da schon eine gewisse Performance. Aus Sicht der CPU? Jein. Das heißt, diesen Spitzen habe ich da irgendwie draußen, aber so wirklich viel weniger Load habe ich auf den Systemen nicht drauf. Das heißt, aus der Applikationsperspektive, aus der Latency tut sich sehr wohl was. Aus der CPU-Perspektive sehen wir aber eigentlich keinen Unterschied. Genau, Erkenntnis, Load Balancing bringt's. Zwei Nodes bringen ungefähr doppelt so viel Performance, also das heißt, es skaliert sehr linear. Allerdings, man muss die richtigen Werte betrachten. Wenn man die Applikation selber betrachtet, aus der Latency-Sicht, sieht man einen Unterschied. Wenn man das aus der CPU-Perspektive betrachtet, sieht man leider fast keinen Unterschied. Ja, bitte? Genau, nochmal zusammengefasst, Nagios in Singer Merlin. In der Standardkonfiguration relativ gleich. Wenn du Performance willst, nimm bitte ModGaming. Wir haben dann versucht, das ein bisschen zu analysieren. Warum ist es eigentlich so, dass ModGaming und Schinken in dem Fall viel, viel besser performen? Darüber kann man lang diskutieren und sehr viel schreiben. Das Destillat dieser Aussagen habe ich mal versucht, dahin zu schreiben. Was der erste Unterschied ist, ist natürlich, Nagios muss für jedes Check-Plugin, das ausgeführt wird, zwei Forks machen. Das heißt, es muss sich selbst zweimal in den Speicher kopieren und kann dann erst den eigentlichen Check ausführen. Hingegen bei ModGaming und Schinken habe ich eigene Prozesse, die wirklich nur dazu da sind, dass sie diese Checks ausführen. Und das funktioniert offensichtlich wesentlich besser. Genau, das ist eben diese Entkoppelung der Checks vom Core an sich. Und was vor allem sehr relevant ist, ist aber auch, wie kommen eigentlich die Rückgabewerte, das heißt, was aus dem Check retourniert wird, wieder zurück in den Core. Wie macht das der Nagios Core an sich? Der schreibt das in einen File rein, in ein Verzeichnis und dort wird es periodisch ausgelesen. Das heißt, ich muss immer auf das Dateisystem zurückgreifen, um eigentlich die Kommunikation zu gewährleisten, was ist das Ergebnis meiner Checks. ModGaming und Schinken machen das etwas intelligenter, die machen das einfach aufgrund von Interprozesskommunikation. Das heißt, ModGaming macht das so, dass es eigentlich über das Event-Broker-Modul direkt in den Speicher kommt. Und ja, bei Schinken, nehmen wir mal an, wird es ähnlich sein. Und das war eigentlich dann der Punkt, wo wir gesagt haben, da sind wir, haben wir die Vermutung, dass es sehr viel Performance bringt. Was haben diese beiden Systeme aber für einen Nachteil? Wobei ich sagen muss, seit dem gestrigen Abend bin ich da auch ein wenig schlauer geworden. Der Single Point of Failure. Das heißt, Gearman benötigt immer noch einen zentralen Daemon. Ich habe jetzt gestern gehört, dass das offensichtlich nicht mehr so ganz wahr ist. Gibt es jemanden, der mir da korrigieren kann? Nein? Das heißt, ich kann mehrere zentralen Gearman-Instanzen schon verwalten. Aber was ich schon habe, ist dann, dass ich immer noch ein zentrales Nagios-System habe, das sozusagen laufen kann. Das heißt, ich habe aufgrund von Gearman nicht die Möglichkeit, zwei Nagios-Systeme zu replizieren. Sehe ich das richtig? Das ist richtig. Okay, das heißt, der Single-Pointer-Fehler verlagert sich sozusagen nach hinten hin. Ja, da bleibt das Nagios-System an sich, das eben nur einmal existiert. Genau, deswegen wäre also ein gangbarer Weg, dass man sagt, man kombiniert ModGaming und Merlin eigentlich. Merlin ist sehr gut, wenn es darum geht, Redundanzen herzustellen, weil ihr wirklich zwei komplett autarke Master-Systeme haben kann, die einfach gegenseitig sich über den jeweiligen Auslastungsstand Gedanken machen und einfach die Lastverteilung vornehmen. Und ModGaming, wie wir gelernt haben, ist sehr gut, wenn es um Performance geht. Das heißt, eigentlich wäre ein sehr guter Ansatz, dass man diese beiden Systeme verbindet.
Mod-Gearing für die Performance und Merlin für die Redundanz. Und dann habe ich eigentlich ein sehr schön performantes und eigentlich auch beliebig skalierbares System. Ich habe es dann nicht nehmen lassen und habe auch ein bisschen mit dem Andreas Eichsen über das Thema geredet, der ja sozusagen bei der OP5 das technische Mastermind im Nagios Core ist und auch selber ja Commit-Rechte für den Nagios Core hat. Und wir sind dann eigentlich so zu einer UN-Notation gekommen, die mir relativ gut gefällt. Da geht es hauptsächlich darum, dass der Nagios Core aufgrund von dieser Kommunikation der Check-Resultate eben ins Dateisystem wieder zurückgehen muss. Und wir sind dann zu der Aussage gekommen, der Nagios Core verhält sich ungefähr C+3N. Das heißt, es gibt eine gewisse Grundkomplexität bei beiden Systemen, die mit C symbolisiert wird. Das heißt, Nagios ist einmal auf per se, sage ich mal, weniger komplex, weil es einfach in C geschrieben ist, weil es weniger Interprozesskommunikation gibt, das geht sehr direkt. Mod-Gearing und eigentlich auch Schinken ist von der Grundkomplexität her ein wenig höher, weil es eben in Python geschrieben worden ist, weil es Kommunikationsoverhead gibt. Das heißt, bei einer sehr geringen Anzahl von Checks, das wäre mit dem N symbolisiert, ist Nagios eigentlich weniger komplex im Aufruf. Was allerdings das Problem ist, dass die Komplexität mit der Anzahl der Checks um das Dreifache steigt, weil einfach die Checks in das Dateisystem geladen werden müssen, aus dem Dateisystem wieder gelesen werden müssen und zurück in den Core transportiert werden. Das habe ich alles bei Mod-Gearing und auch eigentlich bei Schinken nicht. Das heißt, die Anzahl der Checks, die Komplexität ist sozusagen direkt proportional bei Mod-Gearing und Schinken mit der Anzahl der Checks und bei Nagios eben wirkt sich die dreimal so hoch aus. Und das ist eigentlich so das Thema, wo wir gesagt haben, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum Mod-Gearing und Schinken momentan den Nagios-Core so deutlich schlagen, was Performance angeht. Die Aussage von Andreas war dann, ja, und das ist eigentlich auch die gute Nachricht, wir sind uns des Problems sehr wohl bewusst. Wir sind uns bewusst, dass Mod-Gearing und Schinken momentan wesentlich performanter sind als Nagios. Wir vermuten, dass es genau an dem Punkt da oben liegt. Die gute Nachricht ist, fixing them is not so hard. Und Timeline Q1 2012, er hat was von April gesagt, wird es deutliche Verbesserungen im Nagios Core geben, die eben genau diese Check-Logik, dieses Ausführen der Checks auch verlagert und die Kommunikation der Check-Resultate zurück. Das heißt, sind wir gespannt, da wird sich zumindest laut Aussage von Andreas Eichsen sehr, sehr viel tun. Bitteschön. Also die Frage war, ob nicht, ja, die Frage war, ob nicht eigentlich die Plugins selber viel CPU-Zeit verbrauchen. Da muss man sich immer die Frage stellen, was macht das Plugin und wo wird es ausgeführt? Wenn ihr zum Beispiel ein Check-ESX-Plugin hernimmt, der über die API mit dem ESX-Host kommuniziert, ja, klar, weil da sehr viel CPU-Last auf dem Nagios-System selber verbreitet wird. Wenn es aber darum geht, dass ihr zum Beispiel über SSH irgendwelche Checks remote ausführt und der dann auf dem Host Dinge macht, dann ist eigentlich nur der Faktor, wie wir zuerst gesehen haben, die Länge dieser Checks, also die Ausführdauer relevant. Das hängt natürlich sehr von einem Setup ab, ja. Das heißt, die Frage ist, ob nicht eigentlich die Plugins selber das Performance-Problem verursachen. Wie gesagt, in diesem Test ist es darum gegangen, einmal die verschiedenen Cores zu vergleichen. Was bringt das an Performance? Natürlich, ein ganz anderer Hebel ist noch das Thema, welche Plugins, was kann man da dran schrauben? Ich glaube, das ist auch ein anderer Hebel. Der dritte Hebel wäre natürlich dann, wenn man die Performance-Daten verarbeitet. Da geht es um das Thema RLD, Cache-Daemon und was der Teufel ist alles. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das heißt, es gibt verschiedene Schrauben, wo ich da drehen kann an der Performance. Wir haben uns jetzt sehr bewusst für diesen Core sozusagen einmal entschieden, um dort die Performance zu messen. Hinten war noch eine Frage. Ein bisschen lauter vielleicht? Ja?
Das heißt, wenn ich es richtig zusammenfassen kann, ist ModGimmen lastet mehr Cores aus und kann dadurch das System besser auslasten. Das heißt, die Erfahrung ist, dass immer ein Core von diesem ganzen großen System nur für den Nagios, also der Core für den Nagios Core verwendet worden ist und die Plugins schon die restliche CPU-Zeit gebraucht haben. Das ist nicht das Thema, weil CPU-Zeit kann man immer dazu kaufen, aber solange es von der Technologie limitiert ist, dass dieser Nagios Core immer nur auf einem CPU-Core läuft, ist das Bottleneck. Das war die Aussage. Ja. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Diese Large Installation Tweaks, ja. Ja. Dieses Problem wird nicht gelöst. Das andere Problem mit den Forks, ja, wird gelöst. Das haben wir uns jetzt nicht angeschaut, muss ich dazu sagen. Es löst ein Problem, aber es löst nicht dieses Problem mit dem, wie die Check-Resultate zurück in den Core kommen. Das ist richtig, ja. Die Doppelforks werden durch diese Large Installation Tweaks auf jeden Fall abgeschalten. Sonst noch Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, möchte ich noch auf ein Thema hinweisen. Falls Sie Business Process Add-ons verwenden und schon einmal das Problem gehabt haben, diese Business Process Add-ons visualisieren zu wollen, es gibt ab Nagios Version 16 Release Candidate 2 ein spezielles Backend für die Business Process Add-ons, wo wir uns zumindest ein bisschen beteiligen haben können, damit das möglich ist. Probiert es aus, gibt uns Feedback. Dankeschön. Okay, mir fällt spontan noch eine letzte Frage ein, aber ich befürchte, dass du das gar nicht vorbereitet hast. Habt ihr auch getestet, wie sich das verhält, wenn man mal an Nagios oder Isinga eine IDO oder NDO hängt? Das hätte mich mal brennend interessiert. Ja. An Nagios haben wir es nicht getestet. Was wir schon gemacht haben, ist, wir haben am Merlin-System, das System, da hängt in Wahrheit eine Merlin-Datenbank im Hintergrund. Das heißt, da ist der Overhead durch das MySQL auch drinnen, das ist offensichtlich nicht so groß. Isinga läuft in dem Fall ohne Datenbank, ja. Also okay. Da kann ich da leider nicht sagen. Hätte mich jetzt brennend interessiert. Es ist natürlich bekannt, dass das auch noch ein Bottleneck ist, keine Frage. Ja. Bitte. Ja, die Frage ist berechtigt. Zwei Aussagen zu dieser Frage, warum, also wie sich diese Latency weiter verhält. Die erste Aussage ist natürlich einmal, wir haben sehr bewusst sehr viel Last am System rangebracht. Das heißt, 60.000 Checks pro Minute wird jetzt nicht der Standard sein. Es ist uns einfach darum gegangen, das System einfach knackevoll auszulasten. Warum es keine längeren Tests gibt oder keine längeren Graphen, hat einen sehr einfachen Grund. Der jährliche FI-Test in unserem Rechenzentrum, wo unsere Testserver laufen. Aber ja, ist natürlich interessant. Ja. Also ich vermute, dass, wo sieht man es denn? Da sieht man es, dass genau das gleiche Verhalten sein wird. Also das hat man noch niemand erklären können, wie diese Knicks zustande kommen. Aber ich vermute, dass das sehr ähnlich sein wird, weil einfach der Verlauf der Kurve auch ähnlich ist. Der ist zwar etwas abgeflacht, aber er steigt trotzdem kontinuierlich an. Wie gesagt, in diesem speziellen Setup, wo es einfach darum geht, sehr viel Last zu erzeugen. Bitte? Ja? Das ist eine sehr gute Erklärung. Das heißt, die Erklärung ist, danke, die Erklärung ist sozusagen, dass sich diese Latency irgendwann einmal aufschwappt, sozusagen aufschwingt und irgendwann einmal so viele Checks in der Queue drinnen sind, dass er die einfach überspringt. Stimmt, ja, wir sind genau bei 60 Sekunden, wo dieser Ding ist. Ah. Sehr gut, danke. Eine Frage hinten, ja? Ich verstehe gerade nichts.
Performance-Daten sind überhaupt nicht vorgekommen, die haben bewusst ausgeklammert. Also die Frage war, ob Performance-Daten, ob NDO-Datenbank, Datenbank-Backend verwendet worden ist. Bei Merlin war das Standard-Merlin-Datenbank-Backend drinnen. Genau, da geht es um ganz einen anderen Punkt, richtig? Richtig. Also es hat keine Datenbank gegeben, wo die Check-Resultate gespeichert worden sind. Nein, ist bewusst ausgeklammert worden. Bitte. Ja. Die Frage war, also die Erklärung ist in Frage gestellt worden. Das heißt, die Aussage war, wenn eine Latency von 5 Minuten war, dass keine Checks übersprungen worden sind. Hängt vielleicht damit zusammen, was ihr konfiguriert habt, das Check-Intervall. Da geht es ja darum, dass das Check-Intervall 60 Sekunden waren. Hat vielleicht damit zu tun, könnt ihr mir vorstellen. Aber ist ein berechtigter Einwand, ja? Wie gesagt, ich kann es auch, also bis vor 5 Minuten habe ich mir auch nicht erklären können, warum dieser Sprung drinnen ist. Klingt einleuchtend, aber ja. Okay. Hm. Mhm. Da hinten hat es noch, das heißt, bitte? Ob, die Frage war, ob wir Mod-Gilman und Merlin zusammen probiert haben. Wir haben es nicht probiert, die OP5 hat es probiert und die Aussage ist, es funktioniert. Da war noch eine Frage? Ja, die Frage war, ob das Check-Intervall nicht eigentlich auf 6 Sekunden war. Das Check-Intervall war auf 6 Sekunden, das stimmt. Also diese Intervall-Length ist runtergedreht worden von 60 auf 6 Sekunden. Das stimmt, ja. Wir müssen die Erklärung leider wieder verschmeißen. Es bleibt ein Rätsel. Da gibt es noch eine Frage. Ja? Er hat es mir geschrieben. Ich habe es nicht verstanden. Es geht darum, dass es wirklich ein Modul geben wird, das diese Kommunikation zwischen den Checks und dem Core vereinfacht. Er hat von einem I/O-Broker-Modul gesprochen, was auch immer das jetzt genau heißen mag. So hätte ich es verstanden, ja. Genau. Genau, also es wird wirklich vom Core ausgelagert, so wie ich es verstanden hätte. Wenn wir keine Fragen mehr haben, sage ich danke.